waren überrascht. Natürlich haben wir uns angestrengt, dass wir da hinkommen. Wir haben ja den ersten Platz als Award bekommen als bestes kommunales Projekt. Es zeichnet insgesamt das Handeln der Stadt Köln aus. Ein Projekt, was für den Wohnungsbau sehr entscheidend war, was eine integrierte Stadtentwicklung ermöglicht und was eine Mischnutzung ermöglicht. Sprich, es sind auch nachhaltige Projekte. Und das zeichnet ja insgesamt den Brownfield Award überhaupt aus. Es ist ja eine Auszeichnung für unsere Arbeit, die wir mit dem Projekt gemacht haben. Das ist ein Projekt, was sehr viel Beachtung findet. Und ich habe ja gesehen, was wir für einen großen Wettbewerb hatten. Und insofern sind wir umso stolzer, dass wir den Preis gemacht haben. Dass wir jetzt heute hier einen Sonderpreis bekommen, freut uns unglaublich. Und kann ich mich nur mal auch noch bei der Jury bedanken. Wir schauen schon seit 20 Jahren, seitdem es uns gibt, schauen wir nach vorne und versuchen tatsächlich Probleme von vielen Facetten zu lösen. Also von Gemeinden, von Städten, von Anwohnern, die natürlich dann, wenn es jetzt in dem Fall um Logistik geht, natürlich immer versorgt sein wollen, aber die keinen Verkehr wollen oder die natürlich andere Themen haben mit Logistik. Und wir versuchen da immer die ganzen Facetten abzudecken und dementsprechend immer ein Stück voraus zu sein und eben innovativ zu denken und nachhaltig. Ich denke, es war eine gelungene erste Auftaktveranstaltung für die Brownfield & Partner Convention 2020 inklusive der Verleihung des B24 Brownfield Awards. Hat ganz viel Spaß gemacht. Also ja, und ich denke, die Kunden und Partner und Gewinner waren alle sehr zufrieden.